So, Daniel, erzähl doch mal, was du gemacht hast. Und nenn uns deine Meinung. Nein, noch zur nicht. Schokoladenpizza. Ach so. Zur Schokoladenpizza. Ich werde es vielleicht ausprobieren. Also, du hast einen Keiler gejagt. Ich Zelda gerade mal. Genau. Du hast einen Keiler gejagt. Und ein geiles, scharfes Essen gekocht. Denn die fehlende Zutat war der Hyrule Barsch. Ja. Und mir Klamotten geholt. Und mach jetzt den Schrein. Den Winterwams hast du bekommen vom alten Sack. Damit der alte Sack mir hoffentlich endlich seinen scheiß Paraglider Kack und gibt. Ihm nicht einfällt, dich in noch 5 Schreine zu schicken. Okay, oh. Da das jetzt schon so gut funktioniert hat, ich hab jetzt mach doch einfach alle nicht 4, sondern 40. Das ist ja geil. Ja, direkt eher, oder? Das war doch bisher immer so. Den, achso, ja. ich hab immer nicht. Das sind quasi ich will die, so wenig wie möglich hingucken. Ja, hast ja recht. Deswegen sitzt du im Rücken. Das hast du dann aber auch schon wieder vergessen, bis zu dem Punkt, wenn du spielst. Ja. Im Winter. Auf der Switch 4K. XL. Und Pro. Doch, muss ich mir doch einen 4K-Fernseher kaufen, wo Roman sein wieder wegschmeißen. 4K 3D-Curve. XL. Eine Curved Switch. Oh mein Gott, es gibt noch eine Fähigkeit mehr. Ja. Kein Kryo. Verderbnis, ja. Damit besiegst du die Feiern und instant. Nein, nein. Die Wächter greifen sich dann gegenseitig an. Ach so. So, Kryo-Modul. Ich vermute, ich kann Wasser einfrieren. Stand doch da. Lässt Säulen aus Eis entstehen. Also, lässt Eissäulen aus Wasser entstehen. Klettern. Ja. Ach, an Eis. Ja. Hä, das ist so kalt. Ja, vor allem, warum musste ich das jetzt machen? Weil an der Kackwand da kann er nicht klettern. Nee, weil die Schreine sind ja so er gemacht. Er kann an der Schreinwand nicht klettern, aber an Eis. Eis. Die sind das. Ja, sind ich die, weiß, das aber trotzdem. Eine Teflon-Beschichtung. Ach, genau. Stimmt. Teflon-Schreine. Und das Eis ist so kalt, dass du quasi immer kurz dran gefrierst. Das Ganze sag ich dir, wie es geht. Runter und geht's hoch. Alter, voll der Schlaukopf. Ich sage dir. Was ist drunter, geht's hoch. Oh fuck! Habe ich schon 1000 Mal! Nee, hast du ja schon in anderen Videos gesehen? Oder mach einen unter ihn, das wäre witzig. Ja. Stimmt, so auf den Rücken gedreht wie so ein Schildkröte. Und jetzt kann ich ihn jetzt abtöten. Abtöten? Cool. Jetzt kannst du die das Säule. Kann nach unten schießen, kannst die Säule kaputt machen auf die gleiche Weise. Vielleicht ist er dann verwirrt. Oder setz noch einen runter. Der dumm, ne? Aha. Ja, machst du doch wieder weg. Oder schon? Wie geht denn das weg? Ja, einfach nochmal dran gehen. Ach hier. Oh. Ein Glück ist der Eisenhammer so mächtig. Eine antike Schraube. Mhm. Aber schon mehrere Roman. Ach nein. Ja, was können wir damit zusammenschrauben? Ein antikes Schrauben. Nix, es passen kein Gewinde mehr, stand da. Ach so. Ach, shit. Das ist verrostet. Das Gewinde ist schon leer gedreht oder was sagt man, hohl gedreht. Ist schon glatt. Vielleicht sind das solche Schrauben wie bei Mega Man, die immer aus der Decke und aus dem Boden rauskommen. Stimmt. Hä? Guck mal, what? Ja, ich versuche ja, aber er will nicht da, wo ich. Du musst A drücken. Ja, hab ich eben gemacht, da ging es nicht. Oh, eine Fippe. Fippe? Ja, eine Rampe, oder? Frampe? Frampe? Peter Frampe. Oh, Baby, ein Everyday. Da ist eine Truhe gewesen, hast du gesehen. Alter, voll ausgelassen und schlecht. Wo ist die Truhe? Da oben oder was? Nein, oben nicht. Da. Wir springen. Müssen wir runter. Das ist auch einfach. Kannst du hier nicht klettern? Geht das? Da steht unter dir, da gibt's ein. Das geht nur, wenn ich den Button drücke? Nein. Das war eine gute Idee. Das geht nicht nur. Oh, wenn du überlegst, ne, was du früher für Wege auf dich genommen hast, bis du so diese ganzen relevanten Gegenstände hattest, wie kriegst du die in der ersten Spielstunde oder was? Naja, damals war es ja mal so, da hast du das ja dann immer in eine. Das war ja mal das Coole, bist in den Dungeon reingekommen, bist dann irgendwie ständig weitergekommen, hast das Item bekommen, oh, und plötzlich kann ich da überall lang. Das und dann musstest du immer cool. Zurück in den Dungeon. Ja, nicht unbedingt zurück, aber du hast dann erst die richtigen. Das ist ja aber auch so, du kannst ja auch in Schreine gelangen, die einfach viel zu schwer sind für dich, oder wo du einfach nicht kommst auf die Lösung. Ja, aber dann bist du ja am Ende nicht besser. Ja, eben, das ändert sich ja nicht. Ja doch, hier gibt's ja, auch Belohnung für die Titanen, die, dich an der einen oder anderen Stelle viel besser weiterbringen als ohne. Aha.
irgendwas reiten? Ja, auf vielen. Auf Pornita. Auf Bären, auf Pferden, auf Hirschen kannst du reiten. Ah, sehr gut. Auf Bären? No. Kann auch auf Bären. Bären. Auf den Busch? Nee, du auf. Setzt dich einfach auf den Busch und auf riesige, böse Teddybären. Auf Kriegsbären. Ach, guck. Oh, da kommt er. Jetzt kommt er angeschissen. Der muss ja von da oben runter gewinnen werden. Bestimmt. Du Spaß, ich hab Durchfall, es war so scharf. Voll der Max oder was? Der Barsch war schlecht. Der Barsch? Ich hab den sogar frisch gefangen. Der ist sogar frisch reingeworfen. Ja, sieht dir eine Karte an und denkt dir gekreuzte Linie zwischen den Fischreihen. Da weißt du nämlich Bescheid, das ist jetzt zu trick. Ja, ich vermute mal, es ist dort hinten bei diesem auffälligen Gebäude. Oh, jetzt kommt sogar schon Lama raus. Kommt die ganze Zeit, aber es siehst ja nur im Dunkeln. Hallo. Okay. Jetzt musst du Kohletabletten besorgen. Weil mit Durchfall kann man dir den Gleiter nicht geben. Nee, nur aus Holzkohle. Du musst Holzkohle herstellen. Ja, genau, muss ich draufsetzen, bis es verbrennt. Holzkohle. Kann eigentlich Rüstung kaputt gehen? Nein. Ein Glück. Du musst so lange drücken, bis das Holz. Meinst du, Rüstung kostet 700 Rubin? Das wäre ein bisschen kacke. Das wäre kacke. Wenn das dann passierte. Du hast mit deinen Arschbacken einen Diamanten gepresst. Aus Holz. Leider, du bist immer noch nicht auf dem Schild gesurft, Daniel, das enttäuscht mich. Ja, musst du mir mal sagen, wie es geht. Na, Schild hoch, dann spring und A. Ja, zum Beispiel die Treppe runter. Treppen hochsurfen geht, glaube ich, nicht. Nein, aber runter. Genau. Alter. Yeah. Der Ups. Du bist das zu schwer, ist mehr Sellerie. Nicht so viel Hirule-Barsch. So fette Röstäpfel. Ja. Hier kannst du, ja, glaube ich, ganz gut runtergleiten. Sind nicht der Start? No. Ah. Wo weißt denn du das? Tja. Der ist schon. Let's Play gucken. Natürlich. Zerbricht jetzt eh, wenn ich das mache. Nein, es geht nicht so schnell. Ja. Nicht auf der Kante, du Dummi. Ja, okay. Schön auf der. Ich dachte, du gegen den Stein war. Geil, wie das aussah. Oh. Ragdoll Link for the win. Nimm doch den schwulen, den blöden Topfdeckel. Warf dir mal einen Helm. Ach, das geht auch. Nicht. Den kannst du als Schild nehmen. Na, kannst auch einen Kochlöffel als Waffe nehmen. Ja, Anlauf, und jetzt. Das ist das Masterschwert da drüben im Stein. Siehst du? Da drüben, ach, steckt es drin. Los, machen wir so eine Pyro. Bezweifle ich. Das sieht überhaupt nicht nach Masterschwert aus. Das ist halt alt. Das leuchtet nicht. Nein, das ist ja, es hat noch nicht seine Zenitform angenommen. War das nicht über den Wald? Ja. Das ist doch auch nicht das Masterschwert. Ja, dann laber doch keine Scheiße. Wir sagen, das ist mit Sicherheit nicht. Hm, vielleicht doch. Naja, warum nicht? Du kannst keine Möglichkeit ausführen. Oh, ausgeben. Blob. Boy and his Blob. Now the Blob has gone. Oh, ist jetzt dann zu kennen. Ich brauche zuerst den Pissgleiter. Hast du den noch nicht? Nein, du musst dich noch abholen. Entschuldigung. Ja. Achtung, Federbeiner von hinten. Die bombe ich immer weg, das macht Spaß. Achtung, Gerippe. Gerippe. Sind eigentlich immer schlecht, als ich greife mit Stichwort. Also weil du durchstichst oder was? Richtig, genau. Also, was? Oh Mist. Und dann klemmt's. Dann verkeilt sich's. Genau, und dann kannst du nämlich gar nichts mehr machen. Was kannst du mit dem Haar machen? Welches Haar? Da stand Bockgoblin-Haar. Ach so. Nee, der Horn stand da. Ah, Horn. Das ist doch das Gleiche. Die haben doch gar keine Haare, zumindest keine. Irgendwann im Spiel fragt einer nach einem Toupet. Richtig langsam, Daniel. Ja, so ist gut. Noch ein bisschen langsamer. Noch langsamer geht nicht. Da kriege ich den Stick ja überhaupt nicht. Du musst dann Y drücken. Y? Mit dem Röstapfel zusammen. Nachdem ich ihn anvisiert habe, war Überfall. Ah, voll in den voll Schritt ge. Weg. Das ist gemein. Gestochen. Das ist Masterschwert drin. Stimmt. Oder ist eine Mimik und frisst mich auf. Alter, voll die Hose. Hey, das habe ich bei meinem ersten. Das habe ich gar nicht gefunden. Ja, weil du schlecht bist. Na, okay, siehst du. Jetzt siehst du schon voll linkmäßig aus, finde ich. Das ist grüne Gewand schon, Mike. Ich hab ein Amiibo gewandt aus TP, ja. Jetzt weißt du auch, was HH heißt. Hylia-Hose. Hylia. War nicht dumm. Heilia? Heilia-Hose. Heilia-Hose. Heil-Hose. Hansestadt Hylia. Oh nein, das ist die Zitadelle der Zeit. Boah, aber wie hätte ich das? Das hast du eh schon gewusst.
Bei Diablo gibt's das Hyrule. Hä, das sieht aber eher wie Schloss Hyrule, der Garten aus. Das ist er auch. Obwohl Diablo ist. Du bist aber jetzt in dem Areal. Da war doch die Zitadelle der Zeit nicht. Ja, das hat sich doch alles verschoben. Weißt du, was hier abging, Daniel? Nee, weißt du natürlich noch nicht. Ja. Nee, wir soll ich das Story wissen? Legen wir gerade den wenigsten. Ja, es hat sich verschoben. Das sieht schon so aus, als wäre das so gebaut gewesen. Nee. Es gab ja auch bei OET kein Plateau. Aua. Boah, verlust du durchgehauen. Achso, ich dachte, das ist durch. Deine Waffentasche. Erst wenn der, das ist das, was mir am meisten auf die Eier geht bis jetzt. Was denn? Deine Waffentasche ist voll. Ja, da musst du mal erweitern, du Dummi. Ja, wie denn? Ja, kannst du noch nicht. Naja, du bist doch im Tutorial-Gebiet, meine Güte. Ja, da kannst du mir doch trotzdem auf die Eier gehen. Ja, aber auch nur, weil du komisch kämpfst. Du hast doch gute Sachen Waffen. Tot. Ja, du hast doch gute Waffen, was willst du denn mehr? Bitte. Ah, hab ich. Schön. Willkraft. Ja. Vier Zeichen. Oh. Herzen ausdauern. Was stöhnst du denn? Du kannst es auswählen. Ersatz für Herzcontainer, ja? Nimm Herzen. Nö. Du kriegst jetzt einen Herzcontainer. Yeah. Herzteile meine ich. Nein, nee, nicht nur. Du kannst ja auch Ausdauer geben lassen. Ja, aber vom Prinzip her. Du tauschst das Ejakulat gegen sowas ein. Du tauschst Ejakulat gegen Herzen. Ja? Oder gegen Ausdauer. Das ist auch eine Form der Prostitution. Oder Ausdauer. Ja, aber wenn du jetzt mehr Ausdauer hast, kannst du dann mehr Ejakulat herstellen. Weißt du, und dann noch mehr. Du kannst auch beliebig oft das tauschen dann wieder. So. Kostet halt Kohlen. Kohlen? Also ich kann mein Herz jetzt wieder gegen Ausdauer tauschen. Da ist er doch! Gannon! Na eben! Hey, komm mal hoch! Junge! Mach mich platt! So, jetzt spielen wir Assassin's Creed, nehme ich an. Es gibt auch eine Leiter, aber. Ich weiß natürlich nicht, wo die ist. Sei denn, möchtest du es wissen. Ach nein, das ist natürlich erschreckend hoch und vermutlich komme ich da nur hoch, wenn ich die Ausdauer genommen hätte. Geil! Das klingt logisch. So, du hast falsch gemacht. Starte von neuem. Ach, das reicht. Nein, alternativ könnte ich ja die Kackleiter suchen. Das reicht. Richtig. Das sehe ich von hier. Ja, du schaffst. Du kannst ja auch Ausdauermedizin herstellen können, Daniel. Ja, hab ich keinen Bock drauf. Oder so ein Ausdauerding. Voll aufwendig. Kackleiter. Jetzt hier an der Kante kommst du nicht vorbei, schade. Das ist voll die Dark Souls, Ja, gleich kommen die Gargoyles an. Genau. Joa, ne. Oh, beide. Oh, ne. Bitte. Oh, mein nächste Woche geht's weiter. Jo, oh. In die Ruined City. Du hast doch nie Dark Souls 1 gespielt, du kennst doch die Gargoyles gar nicht, oder? Nein, der meint diese Steinmädchen aus der anderen. Ach so. So, pass auf, jetzt spricht er nämlich mal. Meine wahre Gestalt enthüllen. Oh nein, da ist bestimmt irgendein. Ja. Ja, ist er der Vater von Zelda, oder? Bei 3 gab es auch die Gargoyles. Ja. Ich war sein letzter König. Genau, dessen Nachfahre. Jetzt müsste er so ein Schiff stehen. Der sieht. Oh yeah! Er leuchtet. König Weihnachtsmann. Vor 100 Jahren ging das Reich unter. Die große Verheerung verschlang es. Aha. Nun, das weißt du schon. Das weißt du doch schon. Und ich? In der Katastrophe der kam Zwerg ich... Der Zwerg eigentlich, gell? Voll Gimli-mäßige Gesicht. Du geisterst rum und brauchst so einen scheiß Paragleiter? Du mich verarschen? Ja, und nur um dich zu locken. Er hätte auch sagen können, Link, du musst die scheiß Welt retten, hol dir die Fähigkeiten aus dem Schrein und dann geh. Rette einfach die Welt und hau an. Ich werde dir alles erzählen. Aber nicht jetzt. Jetzt erfährst du erstmal, was überhaupt passiert ist. Wie lange läuft man bis dahin? Das geht. Also von dem Standpunkt aus ist es nicht mehr, ist es nicht so weit. Sie ist die Wiedergeburt eines Dämonenkönigs. Genau, gerade drauf zuläuft. Der vor ungezählten Jahren in diesem Land geboren wurde. Eine Manifestation seines Zorns. Wie ist denn das storymäßig jetzt einzuordnen? Ist das extra? Über die Zeit. Die gleiche Story normal erzählen? Das hängt schon teilweise mit anderen Zelda-Spielen zusammen. Ja, wo ist es denn in der Timeline? Oder in welcher? In der Vor- und Link-Timeline. Also von OOT, wenn Link scheitert. Aber da nochmal, also tausende Jahre und dann setzt es irgendwann ein, dann ist es jetzt 100 Jahre nach dem ersten Ereignis. Also wurde Link quasi nur. Das sowieso. Hi. Und tatsächlich entdeckten wir zahlreiche Beziehungsweise neue Inkarnationen.
erschaffen worden war. Aber das ist jetzt ein und derselbe, der jetzt 100 Jahre geschlafen hat. Vier Titanen, gigantische Maschinen in Form von Tieren, die von einem Piloten gesteuert werden konnten. Und die Wächter, die wie von Geisterhand bewegt, selbsttätig gegen Feinde kämpfen sollten. Metallteufel. Sie entsprachen auf erstaunliche Weise den Legenden, sieht ja aus wie ein Riesenreich überdauert hat. Pimmel. Ach so. Das ist natürlich Pimmel, Mike. Guck mal, Zyklopen-Zelda, ha? Zyklopen-Wildkopf-Link. Mähnen-Link. Auch vor 100 Jahren gab es eine Schwert. Prinzessin und einen Talent. Ach so, Tagalog. Oh, wir frieren euch ein. Nein. Aus den Völkern Hyrules wurden vier vortreffliche Krieger ausgewählt, welche die Titanen steuern sollten. Oh, guck mal, Gorone. Prinzessin. Ist das der links Ornstein? Das sieht so aus von hinten. Nee, aber ein Orni ist das. Guck mal, der hat das Masterschwert auf dem Rücken. Ich hab's genau gesehen. Oh, fett. Gelingen, die Verheerung zu versiegeln, so glaubten wir. Doch Ganon war listiger, als wir angenommen hatten. Sein Vorgehen übertraf unsere schlimmsten Vorstellungen. Ja, das für Vorgehen, er macht alles zu scheiße. Kackt einmal auf Schloss Hyrule. Das ist eher cool. Er korrumpiert alle Wächter. Ja. Ich müsste der Spielverderber Ganon helfen. Alle im Schloss und die vier Recken in den Titanen ließen an jenem Tag ihr Leben. Der Held erlebt ein Laserstrahl. Dieser Held bist du. Vermutlich. So Hyrule, unser schönes Laser. Nur einen Tag Verheerung Ganon zerstört. Laserschelle gibt's da noch. Für den Frieden. Ja, genau, ich kämpfe für den Frieden. Allein stellte sie sich Ganon entgegen. Er hat überlebt. Nicht so wie Link. Der Schwachmat. Du bist unsere letzte. Nein, es hieß, er hat lebensgefährliche Verletzungen. Naja, ja. Also, die Zelle aber nicht erlitten hat. Ja. Ja, die wird auch nicht gekämpft haben. Die hat nur wieder Licht gemacht. Ja, wie immer. Was kannst du? Ich kann Licht. An. Aus. An. Der Name der Prinzessin ist Zelda. Ich sag doch, das ist der Vater. Das ist ja auch der König. Wenn sie eine Prinzessin ist, das und ist dann der deutlich. Ritter, der sie bis warst du? Beschützte. Oder bist du? Das warst du. Du selbst, Link. Du hast an jenem Tag hing dein Leben am seidenen Faden. Dass so Kryoschlaf auch nie funktioniert, ohne dass man sein Gedächtnis verliert, oder? Na echt, das ist kacke. Wie so eine Neugeburt. Nach 100 Jahren hat es funktioniert. Zu uns zurück. Teilweise. Seit du erwacht bist, hast du einige Male eine Stimme vernommen, die dir den Weg weisen will. Das ist sie. Zelda, die bis zum heutigen Tag in Schloss Hyrule Ganons Macht im Zaum hält. Die ist jetzt bestimmt aber sehr alt. Zeldas Kraft hat sich dem Ende zu. Wenn sie versichert, lohnt sich doch gar nicht mehr, die zu retten. Ganon zurück. Und dieses 17. 17 oder so. 217. Aber was macht ja das sind doch mal die 5 Jahre, wo ich gesagt hätte, na, okay. 112 hätte ich noch. Okay. Ja. 117. Ich glaube, ab 116 ist so eine Grenze. Ja, da ist es. Irgendwann man einfach nicht. Nee, irgendwann ist auch Schluss. Die vier Titanen sind jedoch noch immer in Ganons Gewalt. Und rund um Schloss Hyrule wimmelt es nur so von Wächtern. Nee, muss doch. Weißt, was auf dich zukommt. Ja. Sneaky Daniel. Klug, das kommt auf mich zu. Vorbereitungen ja, zum Schloss zu wagen. Nee, die Titanen nicht. Du nee, die Titanen nicht. Wenn ich nur durchrenne. Nein. Die sind korrumpiert. Ach so. Ich zeig es dir. Ach. Kakariko heißt es. Dort wohnt eine Weise namens Impa. Sie wird dir sagen, aber, was aber du nicht zu tun neben hast. Todesberg. Das ist aber schon du brauchst doch nicht. Also, ja, geht schon. Gehe zuerst zu den Zwillingsbergen und dahinter nach Norden. Der Weg dort führt dich bis zum Dorf. Welche große Nase.
Oder man läuft einfach raus. Dieser Bart einfach aussieht wie Wolken. Na? Ja. War schön. Na, endlich. Warum hält er das nicht mehr hoch? Das war auch schon bei SS so nicht mehr, oder? Ja. Zelda SS. Nicht, dass es hier was heißt. Ich habe schon genug Ärger mit YouTube. Also, da dein Hauptziel, da ist es endlich. Harter Hartbogen. Fick dich, Bogen. Nee, ich mach's direkt so. Mach einfach besiege Ganon als Punkt. Was denn? Ich will jetzt erstmal den scheiß Bogen wegschmeißen. Ja, dann hast du es aber gleich als Reisepunkt. Besiege Ganon. Was? Schnellreise. Nein, nicht dumm sein. Du hast gesagt Reisepunkt. Da ist auch niemand drauf gekommen. So, wie benutze ich jetzt dieses Kacksegel? Na, in der Luft X einfach nur. Das wird eh nicht. Hey, das verbraucht Ausdauer. Du musst ja auch da festhalten. Ist doch klar. Kann ich loslassen und dann nochmal? Ja. Ach du Shit. Aber beim Loslassen regeneriert sich das nicht. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Nochmal Reisepunkt. Wie Reisepunkt? Hat er ja nicht. Hat er nicht. Ja, was ich so gesehen habe, ich möchte dorthin. Na? Zu diesem. Na, du kannst mal auf der Karte gucken, wo es ist. Ich glaube. Es ist nicht weit. Achso, wenn ich da am Punkt sitze? Nein, da kannst du nicht hinreisen. Nein, aber da sehe ich doch, wie weit das weg ist auf der Karte, weil jetzt sehe ich es ja nicht. So. Ja. Alter Schwede. Das ist aber weit weg. Das ist aber im nächsten Gebiet. Na dann. Los geht's. Daniel. 8 Minuten. Du hast immer ein 4 volle Herz von denen. So gut wie ich mit der Steuerung klarkomme, ist das eh Quatsch. 4,0. 4,0. Richtig. Ja, laufen und springen wirst du ja wohl hinkriegen. Ja, springen hapert's ja schon. Ja. Das ist clever. Das ist jetzt auch deinen Topf, der gelegen könnte, zum Runterrutschen. Ein bisschen Sportmedizin hättest du noch nehmen können oder irgendein Gericht. Sportmedizin. Spurt. Was machst du? Ich bin Sportmedizin. Einen Sportröstapfel. Fachgebiet Sprint. Ja, Sprint. Meine Masterarbeit habe ich gemacht in Sprint. Ja. Mhm. Bin einfach einmal um die Welt gesprintet. Funkels. Krass. Oh, übelst die Funkelfleisen sind krass. Alter, krass. Krass. Das ist unter der Ladentheke verkauft. Das ist das beste Gras in ganz Hyrule. Einstecken. Oh ja. Jump. Nein. Das ist ein Pferd, das kannst du nehmen. Schleich dich von hinten an, nicht von vorne. Wie will ich mich da anschleichen? Nein, lauf doch drum rum, du Dummkopf. Das Schwarze da rechts. Na, die einfarbiger, desto schwieriger zu zähmen. Was, hier einfarbiger, desto schwieriger? Ja. Hey, das ist diese braun, die sind alle braun. Einfarbig. Hey, nein, das ist auch so gefreut. Ja, jetzt hast du schon aufgescheucht. Das ist. Wie wär's denn mit irgendeiner Anzeige? Was ist denn für eine Anzeige? Ist das eine Fee? Nee, das ist hier so eine. Das ist ein Krog. Was ist denn das? Einen heißen Krog getrunken. Der glitzert. Jetzt kriegst du eine kleine Krog-Hacke. Ach, das ist die, wo du dann den goldenen Scheißhaufen bekommst. Gibt's zum Glück nur 900. Na, nur 900. Ein Fuchs! Kannst du auch reiten. Nee, kannst du töten. Kannst du töten und dir einen warmen Fuchsschall draus machen. Ich meine, wenn ich hier unterwegs sterbe, da werden ja immer wieder Checkpoints generiert, ja, oder? Da ist ein Hirsch. Da ist ein Block. Wenn du dich anschleichst, kannst du den auch reiten. Wie du immer alles reiten willst, Mann. Halt. Reite den Busch. Das ist doch noch kein Hirsch. Ein Reh halt. Das ist vielleicht ein Bock. Hä? Ein Rehbock. Du bist zu laut. Ja, wie wenig soll ich denn noch? Guck mal, wie wenig ich den Stick. Da musst du mal Schleichmedizin nehmen. Eine Vogelnuss hast du gefunden. Voll krass mit 0,25 Hertz. Heilung. Oh, hier ist der nächste Biom. Der Birkenhain. Der Birkenhain. Oben leuchtet das. Wie heißt das? Schicksal. Dampf. Naja. Aurora Borealis. Nein, wie hieß denn das? Die Festung, wo der Hexenkönig Minas Morgul. Ja. Ach so. Ah. Nee, da oben ist was anderes.
Das ist nicht Minas Morgul. Nein. Warum? Auch dort drum rum. Nein. Er macht, hier heißt das Parkour. Ach so. In einer Linie, egal was ihm in den Weg kommt. Das ist eigentlich mein Ziel, in den Krater umzuspringen. Breath of the Wild, ein Parkour-Simulator. Hast du das schon, wenn du von hier springst? Den Yubi Tower kann ich ja mitnehmen auf dem Weg. Aber kannst du über zwei Nein! Junge! Alter, Umschlagplatz. Der alte Umschlagplatz. Mhm. Mit Briefmarke. Scheiße. Kaufen Sie frische Umschläge. Wir haben die besten Umschläge überhaupt. Heiße, nur hier an diesem Platz. Heiße Umschläge, kalte Umschläge. Sieht schöner aus, wenn du mal so zwischen dem Gelaber so einwerfen kannst. Eigentlich schon, ja. Ja, finde ich auch. Ich finde richtig traumhaft. Übelst grün und so. Grün, ja, das stimmt. Da unten läuft was. Das ist ein Wächter da. Ja, da musst du schön aufpassen. Krass. Sah fast aus wie so ein Zug. Wieso Zug? Zug! Die haben auch eine ganz schöne Akku, muss ich dir sagen. Akku-Range. Ja, oder so. Akku haben die immer. Da ist er schon! Alter! Hä, hey, wie hast du das denn jetzt mitgekriegt? Na, der Laserpointer! Oh, war das knapp! Oh, das war knapp! Geilo! Das heißt aber nicht, dass der schon von dir ablässt. Da ist noch einer! Noch einer! Okay, halt dich doch nicht irgendwo fest! Geh rein! Warum denn nicht? Naja, warum umarmt er sofort die Wand, wenn ich dagegen laufe? Na, besser als in der Ecke zu stehen. Oh, du musst in die roten Büsche, Daniel. Was? Die geben Tarnung. Ach so, Büsche. Was war das denn? Soll ich denn da vorbeikommen ungefähr? Ja, so ein einfach rechts rum. Trabi. Nee. Der hat ein Pferd. Oh, krass. Das ist schon ein bisschen gut. Hat ich gesehen. Eine ganz schöne Akku-Range, die Assis. Die kannst du aber einfach runterschießen, dann ist gut. Ja, Bogen. Oh, was reitet der denn? Ich kann ja nicht so Zielerfahrten. Ja, du kannst die Zielerfahrten gedrückt halten, deinen Bogen. Ah, es geht doch. Ja, ich bin jetzt eh gleich tot. Nein, geh weiter weg. Geht doch ein Hügel. Ja, deswegen. Spring im richtigen Moment. Wann ist denn der richtige Moment? Ah, das war gut. Hat er den getötet? Nein. Oh, jetzt kommt er. Das war gut. Der lässt doch nicht von mir ab, gell? Oh shit, nein. Oh, es brennt. Oh shit. Nimm ein Antibrandsüppchen. Ah. Oh. Instant verfeuert. Von hinten gelasert. Gut, das war unser Try Gunner. Ja. Ein Hass doch. Naja, vielleicht schaffst du ja zum Schluss jetzt hier. Ja, wir müssen doch sagen, was wir sagen wollen. Oder wenn ihr was wollen. Sagen. Was wollen wir denn sagen? Na jeder, wenn es ein Ersteindruck ist, dann kann man ja einfach sagen, was man davon hält. Ich find's super. Wenn ich es hätte, würde ich es auch spielen. Garnisonsruine. Ja, Johannes? Wenn ich es hätte, würde ich es spielen. Das ist schon mal gut. Ich find's gut, gebe aber noch keine 98 Punkte. Prozentpunkte. Na. Aber was findest du bisher so richtig gut dran? Weiß ich nicht. Mir sagt die Optik zu. Hm. Ich finde es schön, dass man schnell alles Handwerkzeug kriegt. Hm. Ja, zum Spielgefühl kann ich jetzt nicht viel sagen. Das hat der Daniel übernommen. Aber es macht ja auch schon Spaß zu gucken. Also sage ich als jemand, der es auch sehr gerne spielt. Dann findet man die Sachen wieder, also der Wiedererkennungswert finde ich ist hoch. Mm, na ja, klar. Die Viecher sind da, die irgendwelche Gegenstände sind wieder da. Und inwiefern? Das finde ich schon gut. Naja, zum Beispiel die Töpfe oder. Ja, gut, na ja, das gibt es jetzt nicht, aber das wäre jetzt noch ein Ding gewesen. Die Kisten sind gibt's da. Keine Rubine? Doch. Bis jetzt ich doch, Mike hat doch gesagt, dass. Aber weniger. Ich habe gesagt, Herze gibt es nicht. Herzen. Rubine gibt's, aber nicht so oft wie früher. Ja. Nicht so häufig vor allem. Na, voll rausgekriegt. Ja, okay. Du kannst die Beine abhacken. Oh, nicht mit dem Bogen. Nee, aber er hat doch Schwert. Wie wird das Bogenschwert? Ja. Hat er mich jetzt vergessen? Nee, er ist ja immer noch rot. Er weiß noch nicht genau, wo du bist. Jetzt ist er weg. Oh, krass. Ja, aber der da sieht mich und dadurch. Nee, das geht schon. Nee. Sehr gut gemacht. Wow. Ja, du so, Daniel? Ja. Nein, ja, ich finde, es sieht ganz nett aus.
Ja, mit der Steuerung habe ich jetzt ziemliche Probleme. Also ich komme mit dem Viewpad nicht klar. Das stimmt. Das oder ansonsten, also nach der Stunde würde ich mir jetzt auch noch kein großes Urteil erlauben. Es ist ganz nett, aber jetzt, dass es super weltbewegend ist, finde ich immer noch nicht. Also muss ich sagen. Das reicht halt auch einfach nicht, ne? Ja, das finde ich ja. Ja, deswegen sage ich ja, ich sag nur, also jetzt zu dem jetzigen Zeitpunkt sage ich, ist ja, aber so ist ganz sich, witzig, ganz diese nett. Ganzen, aber ganze Sachen, diese Module, das ist schon alles ganz nett. Aber die muss man dann halt erstmal, sag ich jetzt, richtig ausprobieren, im Einsatz sehen. Man muss das alles viel ausprobieren. Aber was man jetzt zum Beispiel schon mal sagen kann, dass es ein insgesamt auch ein technisch großer Fortschritt ist, so allem, was vorher war. Ja. Von Zelda, ja. Weil vorher die Teile haben sich jetzt technisch nicht so großartig unterschieden. Da war sogar Zelda SS dann schon ein Stück weiter. Da gab es ja zum ersten Mal Ausdauer. Aber ich glaube, das könnte mir das hier könnte mir tatsächlich besser gefallen als Skyward Sword. Also Skyward Sword fand ich absolut scheiße. Ich fand, das war so ein Kackspiel. Ich erinnere mich auch an kaum noch irgendwas. Ich fand diese Bewegungssteuerung so bekloppt. Hast du ja hier nicht in dem. Ja, also ich bin froh, dass Nintendo auch mit der Switch wieder den Weg gegangen ist, wieder zu handelsüblichen Kram und nicht zu Bewegungssteuerung. Irgendwie habe ich jetzt irgendwas mal gehört, dass eventuell so ein Skyward Sword Remake kommen soll. Okay. Jetzt, wo sie hier spielen. HD Rumble haben und so einen ganzen Kram. Achso, dann ist es ohne die Steuerung, ne? Naja, meinst du nicht? Keine Ahnung. Der da ist aktiv auf jeden Fall. Ja. Ja, ich finde, die Welt lädt halt wirklich dazu ein, viel rumzugucken, wenn man jetzt nicht nur zum Schloss läuft. Was natürlich nicht heißt, dass man das auch gleich schafft, ist ja klar. Und ich glaube, man muss wirklich viel Zeit investieren und sich darauf einlassen wollen, dass es einem halt nicht alles so, sag ich mal, serviert. Ja. Was auch schön ist, also keine Ladezeiten im Prinzip, so wie jetzt in der Welt hier draußen. Nee, das stimmt. Nur wenn du halt dich teleportierst oder tot bist. Ja, ist aber jetzt könntest du gut rüberkleiden, wenn das du Glück hast. Das ist ja der Plan. Genau. Aber denk an deine Ausdauer. Oh, was fliegt denn da rum? Na, fliegende Wächter. Alter Schwede! Das erzählt man jetzt. Das ist ja hier wie District 9 oder? Ja, genau, richtig, da ist noch einer. Aber die haben nicht so eine krasse Rage. Also ja, oh, Alter, du bist verarschen. Wow. Wenn du da wirklich in den Kegel kommst, die da dich ansonsten geht. Ja, aber der da unten hat. Na, unten. Wow. In meinem rechten Moment fallen lassen. In der Luft in der Luft gelesen. Hinterm Stein ducken. Oh! Oh. Das hier kann theoretisch ein Schrein sein, den ich schaffen könnte oder nicht schaffen könnte. Du kannst, wenn du den nur aktivierst, ist das quasi schon als Schnellreisepunkt. Okay. Ah. Du musst ihn nicht schaffen, um dich teleportieren zu können. Sicher? Ja. Weil ich hatte, also vorhin hatte ich geguckt mal auf Screen und da steht hier nicht teleportieren da. Mhm. Na, du musst den ja erst aktivieren, dass du dich teleportieren kannst. Ach stimmt, ich muss ihn aufmachen. Genau. Du musst ihn aber nicht schaffen. Und das ist nicht. Yay! Jetzt kann man sich da immer hinbeamen. Jetzt ist das Zeichen halt auch eine andere Form. Genau. Das heißt, aktiviert, aber noch nicht geschafft. Hm. Erst wenn es vollständig blau ist. Und wenn es noch eine Truhe neben dem Symbol hat, dann heißt es, dass du alle versteckten Truhen gefunden hast. Ah ja. Oder allgemein alle Schatztruhen in dem Schrein. Alter, die voll. Chinesische Mauer. Die hyänische chinesische Mauer. Hygienische Mauer. Apropos chinesische Mauer, wie ist der jetzt kam oder kommt? The Great Wall, hat den jemand geguckt? Der ist, glaube ich, schon lange aus dem Kino raus. Ja, der war, glaube ich, auch gar nicht gut. Ja. Als interessant sicherlich, aber auch so überdreht, ne? Aha. Ist auch neu jetzt für mich, weil ich bin selber noch nie hier am Schloss Heilbronn rumgelatscht. Ich habe nur schon mal gesehen, dass Leute halt von hier aus direkt rübergeflogen sind. Da musst du dich aber hier diesen da hoch. Kackpfeiler hoch. Glitschen. Wie glitschen? Also man kann da sonst nicht hoch. Ja, nicht so richtig. Also durch ich habe das halt nochmal gesehen, Pfade. Ich weiß nicht, wie das jetzt geht. Ich habe es halt nur mal geguckt. Guck mal einfach mal, ob du rüberlaufen kannst. Auf jeden Fall alles sehr zerklüftet hier. Ja. Ist das denn so, dass es weniger Feinde werden, je weiter du im Spiel vorankommst, um dann besser hinzukommen, oder wirst du einfach nur stärker, um da. Das ist ja auch ein. Das ist ja. Das ist kacke. Das ist ja auch vom Balancing her so, dass die Gegner auch, wenn du mehr Herzen hast, auch stärker werden. Okay. Mit dem Herzcontainer. Okay. Verstehe. Und, jetzt weiß ich, was du meinst mit dem. Aha. Mit? Was? Na, jetzt kommt wahrscheinlich noch irgendeine. Cutscene.
Ach so. Augen zu, mal. Und wenn du die tötest, ne, das glaube ich nicht. Und wenn du tötest, dann gibt es so eine Art, das, so ein Feature, das heißt Blutmond. Also in manchen Vollmondnächten ist er rot und dann werden alle Gegner respawned. Alle, überhaupt? Alle. Auch in Schreien, was aber gut ist, weil du von denen besondere Waffen wieder kriegen kannst. Hast du schon geschafft, Daniel? Herzlichen Glückwunsch. Ja. Hey. Man muss nämlich eigentlich nur hinkommen, das ist der Trick. Was ich auch mal gehört habe, da hat mal jemand Ganon bekämpft und der war fast tot. Und auch Bossgegner regenerieren sich komplett in der Nacht eines Blutmondes. Und das war bei dem der Fall. Also währenddessen quasi. Genau. Und der hatte den fast besiegt und da war Blutmond komplett volle Leiste. Oh, sehr gemein. Ja. Also den Glitschweg. Ja, ich weiß nicht, wie das geht. Du musst dich halt hier über diese Bippelse. Diese Bippelse, ja. Irgendwie ja, da hoch. Gehen wir mal links vorbei, vielleicht wirst du nochmal geröstet. Mit Sicherheit. Genau. Ich brauche noch mehr Ausdauer. Vielleicht brauchst du alle Ringe. Mhm. Einfach hochsprinten die ganze Zeit, meinst du? Und dann immer Ausdauerfuß, dem Alter die Karte. Jo. Cool. Ja. Naja, hat auch schon mal einen Einblick gegeben. Genau. Also ich finde es halt, ich lasse mich halt drauf ein, oder habe mich bereits darauf eingelassen. Ja. Ich finde, was ich halt schade finde, das sind aber so Kleinigkeiten, wie Daniel auch schon gesagt hat, zum Beispiel, wenn man jetzt so eine Waffe in der Truhe findet, dass man dann nicht aus diesem Menü raus was wechseln kann, solche ganz kleinen Feinheiten. Oder zum Beispiel, ja. Dann hätte man es noch ausgereifter machen können. Das stimmt. Und mit diesen Piepen beenden wir diese Folge. Auf Wiedersehen. Danke fürs Zuschauen. Daniel, lass es einfach. Du schaffst das eh nicht.